Schon schwungvoll mit dem Einmarsch der Gladiatoren begrüßt. Und dieses Stück von Julius Ernst Futschig ist vor allem bekannt durch den Zirkus. Dort ist er als Ouvertüre eigentlich nicht mehr wegzudenken. Aber sonst auch findet dieses Stück und das Motiv vor allem Einzug in viele Bereiche, auch von DJ Bobo, also heutzutage, und seinen wahnsinnigen Zirkus, Welcome to my crazy circus. Aber unser Thema heute ist etwas ernster auch, denn die 20er Jahre, die goldenen 20er Jahre, sind auf der einen Seite bekannt durch schwungvolle Musik, aber auch durch natürlich die Zeit zwischen zwei Weltkriegen. Also lassen Sie sich heute auf jeden Fall in die Zeit zurückversetzen, in ein Europa, das geprägt war durch unendliches Leid, Armut, menschliche Tragödien, an die man heute meistens eigentlich nicht mehr denkt. Zum einen sind die Leute ausgestorben, die das damals noch erlebt haben. Viele Familien ohne Vater, Frauen mussten sich teilweise prostituieren, um den Lebensunterhalt für die Familie zu bestreiten. Revoltierende Bürgerwehren, Hunger, Arbeitslosigkeit bestimmte den Alltag der meisten. Situationen wie die der Flüchtlinge, die heute, keine 100 Jahre später, in unser friedliches und doch so sattes Land kommen. Und ich denke, wir sollten ihnen dann auch eine Chance geben. Aber kehren wir zurück. Die Präsentation hat leider nicht ganz so funktioniert, wie ich es mir gewünscht habe. Okay, aber gehen wir trotzdem zurück. Das war so der etwas traurige Teil, aber kommen wir zurück zu den 20er Jahren. Das Kaiserreich ist gescheitert, das Biedermeier ist endlich überwunden. Es ist die Zeit der kleinkriminellen Kabarett und einer neu entdeckten Freude am Leben. Frivole Lieder mit anzüglichen, frechen Texten erleichtern den Alltag. Vor allem in den großen Städten und dort an der Spitze Berlin. So, ein Mann braucht einen Plan.
Damit fängt erstmal alles an. Doch will man es genau, dann fragt man eine Frau. Stimmt doch so, oder? Max Rabe hat diesen Text im Stil der 1920er vertont. In seinem Song Für Frauen ist das kein Problem. Ist das jetzt auch richtig? Kommt das jetzt auch? Schon. Also ich brauche eine Frau, eindeutig. Interpretiert von unserem Singkreis Gilching unter der Leitung unseres Chorleiters Simon Zeitler und meisterlich begleitet am Piano von Philipp Feixmann. Feixmann. Wer lesen kann, ist klar ein Vorteil. Genau. Dann anschließend spielt sie dann gleich weiter. Genau, so habe ich es aufgeschrieben. Ein Medley aus berühmt-berüchtigten Liedern der 30er Jahre von den Comedian Harmonists. Und das ist natürlich unter einer Bearbeitung von Hans-Günter Kölz durch unser Akkordeonorchester. Und jetzt bitte Herr Kapellmeister. Thank you.
schüchtern und der rückte langsam schüchtern näher. Da sah er ein Grad große Arme jenem fremden Hause. Denk mal an das rundes, nacktes, letzte Mondenschein. Das konnte nur Herrn Krauses Glatze sein. Was will der Mann dann auf der Veranda bei Fräulein Lisbeth nachts um 10? Ich glaub, den Mann dann auf der Veranda hab ich schon irgendwo gesehen. Mit der ganz harmlos bei der Lisbeth die Kakteen begießen, er glaube Angst, der gute Mann mit Revolver schießen. Was will der Mann dann auf der Veranda? Ich habe Angst, der Lisbeth könnte etwas geschehen. Neulich sprach der Schattenkrause, komm, mein Mann ist nicht zu Hause, wenn ich schlaf. Ach, er hat so viele Kunden und jetzt macht er Überstunden so. Was macht der Mann da auf der Veranda bei Fräulein Lisbeth nachts um 10? Ich glaub, den Mann da auf der Veranda hab ich schon irgendwo gesehen. Bin er ganz harmlos bei der Lisbeth die Kakteen begießen, er wird doch Gott behüten, ich bin im Revolver schießen. Was will der Mann da auf der Veranda? Was will der Mann da auf der Veranda bei Fräulein Lisbeth nachts um 10? Ich glaub, den Mann da auf der Veranda hab ich schon irgendwo gesehen. Bin er ganz harmlos bei der Lisbeth die Kakteen begießen, ich habe Angst, der könnte mal mit dem Revolver schießen. Was will der Mann da auf der Veranda?